Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play, die Zwerge. Das letzte Mal haben wir eine Orkbande und ein paar Untote ausgerottet. War nicht so einfach, aber jetzt können wir uns hier umschauen. Oh. Ja, das kam im ersten Teil nicht vor. Das hier gehört zum zweiten Teil. Nicht die Umgebung und auch nicht genau das hier, weil so genau wissen sie es noch nicht. Aber ja, interesting. Strange. Gucken wir uns das schwarze Wasser mal an. Je näher ihr dem Pfuhl kommt, desto schlimmer stinkt es nach Verwesung und Tod. Zunächst dachtet ihr, dass es sich einfach nur um schmutziges Wasser handelt. Doch soweit ihr es unter dem Nebel erkennen könnt, wirkt es fast schwarz und hat wundersame Schlieren. Also Öl. Das ist praktisch Öl. Mit Leertaste war das, okay. Eine Karte. Es ist eine Karte der Umgebung. Nicht unweit von eurem jetzigen Standort ist eine Stelle deutlich mit einem roten Kreuz markiert. Ist es ein weiteres Orklager oder gar das Lager der Albae? Okay, da gehen wir dann hin. Die Stelle auf deiner Landkarte. Sehr gut. Wir sind übrigens in Tabain, einem Menschenreich gerade, das leider schon ans tote Land gefallen ist. Den Weg fortsetzen werden wir noch nicht. Wir werden erstmal mit allen reden natürlich, um auch nichts zu verpassen. Und vielleicht ein bisschen mehr Bindung zu allen aufzubauen, das hilft uns nur besser zu kämpfen. Und das ist eine gute Sache. Und, ja, mal schauen. Mehr Untote in einem Käfig. Dich schüttelt es bei dem Gedanken auch so enden zu können. Du hoffst, dass einer deiner Begleiter Mitleid mit dir haben wird, solltest du auf dem toten Land sterben. Ja, hoffentlich. Aber hoffentlich sterben wir gar nicht erst. Das wäre um einiges besser. Fiole. Du entdeckst eine Fiole, die so aussieht wie die, die Geralda bei sich trägt. Noch bevor du dir das Glasröhrchen genauer ansehen kannst, steht plötzlich Geralda neben dir und reißt es dir aus der Hand. Sie dreht es aufgeregt hin und her, doch dann macht sich Enttäuschung in ihrem Gesicht breit. Das Gefäß ist leer. Wortlos macht sie sich wieder daran, die Umgebung zu untersuchen. Ihr Gefäß ist wahrscheinlich auch mittlerweile leer und das ist nicht so gut, Leute. Das ist nicht gut. Kann ich nicht mit ihr reden? Kann ich mit ihr mit der anderen reden? Anscheinend nicht. Ich kann mit niemandem reden. Das finde ich ja strange. Warum nicht? Wir stehen doch hier alle. Na gut, wir mussten die Karte finden. Darum ging das hier wahrscheinlich. Schade. Ich habe mit Namora oder so. Oder ihrem Mann oder... Ja, dann eben nicht. Tschüss. Mit dem mutmaßlichen Standort eines anderen Lagers im Gepäck setzt ihr euren Weg fort. Hat es ja fast noch erwartet, dass sowas kommt. Wir haben alle ein bisschen Erfahrung bekommen. Andokai und Jerun haben Level-Ups. Sehr schön. Bavragor fast. Furgas fast. Rodario fast. Namora fast. Sehr schön. Valindis ist auch Level 8. Müsste ich hier nicht ein bisschen mehr sehen noch? Haben die anderen keinen? Ach, die anderen sind schon Max-Level oder was? Nee, es kann doch nicht sein, dass wir alle schon Level 10 sind. Ah, sehr gut. Andokai. Den magischen Schild. Aha. Oder die Kettenheilung. Heilt einen Verbündeten stark und hat dann 50% Chance zum nächsten Mal. Ja. Mächtige Windböe, die kegelförmig von Andokai wegführt, kann viele Kreaturen auf einmal zurückdrängen. Chance auf einen Knockdown. Und du hast... Jerun sieht so cool aus. Marschieren. Jerun kämpft sich durch seine Gegner und verursacht bei jedem in seinem Weg viel Schaden. Wow, richtig viel. Oder Gegner in seinem Umfeld erhalten viel Schaden, dann bekommen sie Panik. Es kann beides gut sein, aber marschieren ist ja Hardcore. Marschieren ist Hardcore gut, deswegen glaube ich, werde ich das nehmen. Ja, und unüberwindbar wird dann noch helfen. Denke ich. Ich will Hardcore Damage bei ihm haben. Wenn ich ihn mit dabei habe. Bisschen Proviant. Bisschen Gold, das sind 2 Tage Proviant, das ist sehr gut. Und goldener Ring. Mit Schriftzeichen. Wirklich? Mit Schriftzeichen auf der Innenseite. Wir haben den einen Ring gefunden, der ist nichts Besonderes. Wollte mich verarschen. Ja, ihr findet den einen Ring, ist nichts Besonderes. Ja, hat hier keine Macht. Okay, wir müssen hier hin. Das heißt, ich laufe so oder so ein bisschen im Kreis herum. Aber dann gehen wir direkt hier rum und gehen dann hier lang. Ist immer noch zu viel Proviant, aber oh well, irgendwie müssen wir den ja loswerden. Vielleicht kriegen wir hier noch etwas ein bisschen abseits des Weges stolpert ihr über eine alte Lagerstelle zwischen einigen Felsen.
Ein zertrampeltes Lagerfeuer und die verstreuten Habseligkeiten, Papiere, Fläschchen und ein Umhang, deuten darauf hin, dass der Reisende entweder in aller Eile fliehen musste oder dass er verschleppt wurde. Das ist ein Umhang der Ersten. Ich erkenne das Emblem wieder. Es gehört zum Clan der Grobklingen. Wir kennen nur einen Ersten, den es dieser Tage so weit nach Westen verschlagen hat. Den Zwerg, dessen Aufzeichnungen wir im Gasthaus gefunden haben. Ja, eben. Sternenreißer. Wenn König Giselbart das Schwert wirklich geführt hat, wäre es ein unglaublich wertvolles Artefakt. Kam auch im Buch nicht vor. Denk nur, wenn es dieses Schwert wirklich gäbe. Es ist nicht wert, dafür sein Leben zu geben. Oder im schlimmsten Fall sein Leben zu geben und dann wieder aufzuerstehen. Doch, vielleicht schon. Interessanterweise, Giselbart ist ja 6000 Jahre vorher gestorben. Deswegen ist das alles für die auch so ein Mysterium, ob er es wirklich geführt hat oder nicht. Es ist halt 6000 Jahre her und keiner weiß es wirklich noch. Ich meine, das sind so zwischen 5 bis 6 Zwergengenerationen eigentlich, wenn ein Zwerg so 600 Jahre lebt. Ja gut, die Generationszeit ist wahrscheinlich weit geringer, also vielleicht sind es schon mehr 30 Generationen so um den Dreh rum. Menschengenerationen, oh Gott, so viel mehr. Wenn man bedenkt, alle 200 Jahre ein Zwerg oder so, I don't know. Ihr schaut euch noch einmal genau um. Aber es gibt hier nicht viel, das euch helfen könnte. Der Boden ist zu hart für Fußspuren und die zurückgelassenen Gegenstände bekommt man bei jedem beliebigen Zwergenhändler. Woher wissen wir das? Wir waren doch nie bei einem Zwergenhändler. Der war ja tot. Weißt du etwas über die Grobklingen, Balündis? Der Clan ist jedem Ersten ein Begriff. Sie haben eine lange Tradition als Waffenschmiede. Wobei ihre Werke oftmals exotisch ausfallen und auch schon als unzwergisch bezeichnet wurden. Sie experimentieren viel mit Klingenformen und Grifflängen. Ihre Waffen sind leicht zu erkennen. Naja, deswegen auch Grobklingen. Als würde jemand aus so einem Clan durchaus großes Interesse an einem legendären Schwert haben. Ja, in der Tat. Okay, interessant. Hier ist noch irgendein Lager. Wahrscheinlich kein Dorf mehr oder sowas. Es wird wieder ein anderes Lager sein. Dann gehen wir hier oben rum. Es wird uns sehr viel Proviant kosten. Oh. Es wird sehr knapp. Giralda kann den ganzen Tag über kaum Schritt halten. Und als du sie wanken siehst, gibst du früher als sonst den Befehl, das Nachtlager aufzuschlagen. Alles in Ordnung mit dir? Die Zwergin sieht krank aus. Und da ihr das wohl klar ist, versucht sie es erst gar nicht mit Ausreden. Der Trank. Er ist leer. Ich brauche den Trank. Sie schaut dich flehend an, so als ob du ihr helfen könntest. Über die nächsten Tage verschlechtert sich Giraldas Zustand zunehmend. Sie beginnt zu zittern und mehr als einmal erwischst du sie dabei, wie sie in sich hineinmurmelt und verstohlene Blicke in Richtung Andokai wirft. Die Maga behauptet, sie wisse nicht, um was für einen Trank es sich gehandelt habe und warum Giralda ihn brauche. Du glaubst ihr, doch dir fällt auch auf, dass Andokai sich nicht gerade um die Lösung des Problems bemüht. Ja, und das Schlimme ist halt, Giralda wird jetzt zu einer Gefahr, wenn das so weitergeht. Und das ist nichts, was wir uns leisten können. Nicht hier. Nicht hier in dem toten Land. Eigentlich ist das tote Land schon viel weiter vorangeschritten, meine ich, aber egal. Hier speichern wir nochmal. Oh, hier und wieder mal speichern ist immer eine gute Sache. Ihr erreicht den Ort, der auf der Karte der Orks eingezeichnet war, und bei dem Anblick, der sich euch bietet, gibt es keinen Zweifel. Hier haben die Allbär ihre Experimente gemacht. Oh, Kampf. Nice. Ich mag die Kämpfe hier, die sind echt cool. Die machen Spaß und sind sehr taktisch. Leider auch ist man sehr in Bedrängnis immer, Zwerge. Aber ich meine, es ist ja wie ein Real. Oh, ich bin froh, endlich wieder Angehörige meines Volkes zu sehen. Ich bin froh, überhaupt jemanden zu sehen, der mich nicht töten will. Okay. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Alba an Zwergen experimentieren. Wo noch sind ein neuer Begleiter? Sie. Ich bin der Letzte. Mich gibt es auch noch. Du bist also entkommen. Ich hätte es mir denken können. Okay. Also wenn das noch ein Begleiter wird, den gibt's auch nicht im Buch. Soweit ich das momentan beurteilen kann. Du bist der Erste, der ins Reich der Fünften aufgebrochen ist, um das Schwert Sternenbeißer zu finden, oder? Das stimmt. Castor Grobklinge ist der Name. Aber woher weißt du das? Wir haben deine Aufzeichnungen im Güldenbrunn gefunden. Wir hatten gehofft, dich lebend zu finden. Danke. Ich hatte gehofft, jemand würde meine Aufzeichnungen finden. Im schlimmsten Fall, dass ich... Nun ja, ich hatte Erfolg. Ich habe das Schwert gefunden und war schon auf dem Rückweg aus dem Reich der Fünften, als mich die Allbär überrascht haben. Sie kamen in der Nacht und ich hatte keine Möglichkeit, mich auch nur zu wehren.
Am nächsten Morgen wachte ich in diesem Käfig auf. Sie wollten mit mir dasselbe anstellen wie mit ihr. Castor nickt in Geraldas Richtung. Aber dazu kam es nicht mehr. Interessant. Interessant. Normalerweise würden die Albin einfach die Kehle aufschlitzen und liegen lassen. Dass sie ihn mitnehmen, ist komisch. Du und Geralda, ihr kennt euch? Sie war schon hier, als ich ankam. Die Albe haben Experimente mit ihr gemacht. Sie haben ihr eine Tinktur aus einem Apparat eingeflößt und danach schien es, als sei sie eine Puppe. Sie musste ihnen gehorchen. Sie bildeten sie in Kämpfen aus und sie konnte Albe-Magie wirken. Ich schwöre es. Mhm. Aber beim letzten Mal war etwas anders. Sie kämpfte gegen die Befehle der Albe an, köpfte schließlich einen von ihnen. Sie ließ mich und die anderen Gefangenen frei und lief im Chaos davon. Die Albe haben uns alle wieder gefangen genommen, nur sie nicht. Das ist Hardcore. Oh-oh. Wo sind die Albe? Ach, vergiss die Frage. Hallo, Untote. Okay, ich denke mal, Geralda sollte hier dabei sein. Ich finde das nur passend. Nehmen wir Jerun wieder mit? Er hat jetzt gerade diese coole Fähigkeit, ne? Aber sie kann Massen heilen, das ist eigentlich auch cool. Weißt du was, wir nehmen sie mit. Tungdil allerdings kommt echt gut mit manchen klar. Ich glaube, ist das Andokai? Ich glaube, das ist Andokai, oder? Ja, ich glaube schon. Wow, Tungdil versteht sich echt mit allen ganz gut. Nicht so gut mit Rodario momentan und auch nicht mit Buindil. Das ist übrigens vollkommen falsch. Ich wünsche, die Beziehungen würden einfach übernommen, weil das würde mehr Sinn machen. Okay, wie machen wir das? Ich habe das Bessere hier. Das heißt, Buindil, du kriegst die bessere Variante. Tungdil, du bekommst die Variante. Die Maga kann gerne mit normalen Sachen mehr Schaden anrichten, obwohl sie ist sehr schwach, ne? Sie hat nur 2000 Leben. Ich würde sagen, du bekommst das, was dir das Leben bewahrt. Und Geralda, mehr Initiative? Oder einfach mehr normalen Damage? Bist Bogenschütze, normaler Damage wäre schon nice. Schade, den kann ich dir nicht geben. Das wäre so, oh, plötzlich ist sie unsichtbar. Was? Vielleicht kommt so ein großes Auge und verfolgt sie. Ich würde sagen, Talisman Initiative. Oder einfach mehr Schaden generell. Sie hat auch nicht viel Leben. Ist gefährlich. Vielleicht schaffen wir den Kampf nicht. Müssen wir nochmal machen. Andokai, Tungdil. Mhm. Oh, crap. Wir haben so ein Vieh dabei. Awesome. Oh Gott, Nachtmare, Leute. Getötete Einhörner praktisch. Warum sind wir nur zu dritt? Das ist Buindil. Ja? Okay. Sammeln auf die Untoten. Andokai ist gut mit ihrem Schwert. Okay. Direkt. Tungdil, go. Hack ihn um. Angriff. Feigling. Oh, die Nachtmare sind ja pervers, ey. Was kann Geralda Schönes machen? Die kann doch jemanden kontrollieren. Anscheinend nicht mehr. Sehr gut. Die Nachtmare sind echt nicht gut. Was denn? Explosion. Warum kann sie die Heilung nicht? Strange. Allen Schusslinien wird Schaden zugefügt. Zieht Kreaturen heran, explodiert dann. Wie wär's damit? Sorry, Boindil. Aber du kannst dich ja zumindest ein bisschen heilen. Ja? Okay, sie gehen aber ganz gut um hier. Mal. Nein, ich will Geralda mit W. Ah, okay, das bringt nicht viel. Schattenstich? Nimm das! Sehr gut, blöde Vieh endlich mal weggehackt. Dein Tod heißt Geralda! Dein Tod heißt Geralda, das sagen eigentlich nur die Albe, also das ist nicht so wirklich nice. Ja, sehr gut, komm schon, Boindil. Er hat sich ja kaum gewehrt. Enttäuschend. Aber klar. Sehr gut, der Albe wird hier weggehackt. Ich
weiß nicht, wo Tungdil gerade ist. Da hinten, okay. Nein, der Blitz, maybe? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das wird jetzt wehtun. Gönn dir. Gönn dir das. Pack ihn weg. Yeah, der ist fast down. Dein Tod ist hier. Und Tungdil hackt die letzten Untoten um. Das ist in Ordnung. Kannst du auch ein bisschen dabei heilen. Du auch. Wo geht Mr. Albe hin? Dort, wo unser guter Boindil auffällt. Und weiter. Unverstanden. Oh, wie die jetzt Viecher einen wegschmeißen können, ey. You're dead. You are dead. Was denn? So, sind das alle? Das sind alle. Wunderbar. Schrecklichen Pferdchen, ey. Okay, aber das sollte kein Ding sein. Sollen wir jetzt noch das da hinten killen? Hier sind überall noch Untote. Was müssen wir machen? 12 von 30 Gegner getötet erst, okay. Ja, aber der Albe ist tot. Das heißt, das ist nicht mehr viel Problem. Nicht mehr sehr problematisch. Noch ein paar Untote, bevor wir das Pferdchen machen. Erstmal ein paar Untote killen. Ja, lass Buin die ruhig machen, der macht das. Das war alles? Aber gespannt. Sorry, Buindil. Sorry, Geralda. That hurt. Buindil, oh, crap, die leben ja noch. Ich wollte sagen, beruhige dich. Was ist mit Geralda los? Was für eine Zeitverschwendung. Hat sich ja kaum gewehrt. Sie ist gut. Sie macht echt guten Damage. So gut wie erledigt. Ja? Dein Hund heißt Geralda. Enttäuschend. Abscheuliche Kreatur. Okay, alle tot. Läuft, die nächsten bitte. Währenddessen heilt Geralda sich ein bisschen. Warte mal, Andokai. Wenn wir das nämlich direkt machen. Ah, es geht nicht weit genug. Also gut. Hab Fun, fertig. Oh, das macht ja gar keinen Damage. Was denn? Ja gut, es soll auch mehr gegen mehrere gehen, ne? Und jetzt? Du kannst hier ein bisschen was zerhacken. Ich hab kaum gewehrt. Ja? Okay, Tungdil hinter das Vieh, damit sie mehr abhaut. So schnell, hoffentlich. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Wie bitte? Geralda. Nimm das! Sehr guten Schaden. Du. Brenn mal so ein paar Leute weg. Yes! Awesome! Oh, wie sie sich geheilt hat. Ah, das ist die Kettenheilung. Die macht sie automatisch anscheinend. Wenn's sein okay. Muss. Und weiter. Das ist in Ordnung, dann ist Fuß overpowered. Dein Tod heißt Geralda. Geralda ist echt gut. Also sie kann. Oh, das ist super. Mehrere Bolzen auf, Gegner in der Nähe. Das ist richtig gut. Erledigt. Ich würde gerne sehen, wie sie einen Untoten killt. Das war alles? Ah, finished. Okay, super. Auch mit der Armbrust, was ziemlich nice ist. Ich hatte gehofft, nach Grünhain nie wieder einen Nachtmahr zu sehen. Zum Glück waren es zwei. Sehen wir uns mag wohin, Deal. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende oder wir finden etwas über den Trank heraus, den Geralda braucht. Interessant. Ja, das wäre gut. Oh, Liberator und As Good As It Gets. Wahrscheinlich, weil wir ein paar auf Maximum gebracht haben. Mir gern gerade angucken. Take a character to level 10. Okay, nice. Oh, ich muss das irgendwann nochmal spielen und dann Maximum Achievements rausholen, weil das wäre echt geil. Wer ist denn gerade Level 10 geworden? Bafragor wohl, hä? Huh? Tungdil ja leider noch nicht. Ja, Bafragor. Bafragor trinkt das Gebräu aus seinem Trinkschlauch und heilt sich damit stark. Ja, es ist ja auch sein Wein, ne? Es ist ja sein Leckerzeug. Schauen wir mal, können wir mit irgendjemandem reden? Nein, wieder mal nicht. Auch nicht mit Balindis? Mit ihm können wir reden, okay. Was haben wir noch? Da hinten gibt's Zeug. Hier ist betrachtet den toten Alp. Der jetzt aber mal hier liegt. Der Alp wurde geköpft. Er ist tot und selbst das tote Land wird ihn nicht dazu bringen, wieder aufzuerstehen. Fliegt aber noch da. Das ist er. Ich erinnere mich wieder. Er zwang mich dazu, einen neuen Trank zu trinken. Und dann, daher bekam ich meine Kräfte.
Ich tötete ihn und lief davon. Beim genaueren Hinsehen erkennst du in der Hand des Alps einen kleinen, zusammengerollten Zettel. Ein Rezept. Wenn ich raten müsste, vermutlich für Geraldas Trank. Ach, deswegen konnte sie keinen mehr beherrschen, weil der Trank alle ist. Ich verstehe. Die Behälter sind mit Blut gefüllt, aber es wirkt dünner und riecht süßlicher, als es sollte. Vermutlich haben die Albe etwas damit gemacht. Entweder für ihre Tränke oder um es als Farbe zu benutzen. Ja, Verdünnungsmittel, Kräuter und sowas, die das Blut verdünnen, reingepackt. Das hieß es nämlich auch im zweiten Buch, dass sie das machen, um ihre Bilder zu malen. Weil Blut gerinnt halt sehr schnell. Das sind wohl einige der vermissten Dorfbewohner. Du fragst dich, ob die Albäer sie zum Spaß oder durch ihre Experimente getötet haben. Du hoffst, dass sie nicht lange leiden mussten, auch wenn du es wohl vielleicht beides. Weißt. Zum Spaß für ihre Experimente, ich meine, kann ja sein. Okay, ich wollte den Trank noch nicht machen, bis ich mich hier nicht auch umgeguckt habe. Hier gibt's aber gar nichts. Das ist in Ordnung, können wir noch mit einem reden, da hinten gibt's noch was zu gucken. Oder ist das wieder aufbrechen? Nee. Die Habseligkeiten. Aber jetzt wollte ich versuchen, einfach mal den Trank zu bauen, komm. Oder? Nee, erst mit ihm reden. Vielleicht sagt er ja, mach das bloß nicht. Oder so. Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt. Und ein fremdartig aussehendes Schwert. Das ist das Schwert. Ein Rucksack. Die Gefahr ist vorbei. Er hat das Schwert wirklich gefunden? Ein für alle Mal. Jetzt hat der Horror endlich ein Ende. Okay. Das war's? Ja, fun. Okay, speichern wir nochmal. Weil ich nicht genau weiß, was passieren wird, wenn ich diesen Trank braue. Vielleicht sagen dann meine Leute, nope, 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 nope. Und ich muss sie dann töten oder so. Das könnte ja echt sein. Das wäre nicht so schön. Ich will Geralda nicht töten, ich mag sie. Du kannst mit den vielen Gerätschaften und Zutaten nichts anfangen. Aber für Andokai als erfahrene Mager und Alchemistin sollte es ein leichtes sein, Geraldas Trank zu brauen. Ja, das schreibt viel, das sollte Mager heißen. Okay. Und nun? Ihr wollt die Nacht nicht inmitten der Toten verbringen und schlagt euer Nachtlager ein Stückchen entfernt auf. Zusammen mit Andokai und Namora entzifferst du das Rezept für Geraldas Trank. Alles in allem sind die Gerätschaften und der Prozess nicht schwer zu verstehen, wenn auch etwas fremd. Und die Zutaten sind selbst für mich gewöhnungsbedürftig. Dieses schwarze Wasser und Elbenblut unter anderem. Das ist es, was Geralda ihre Kräfte gibt? Andokai nickt. Das gibt ihr ihre Kräfte und macht sie gefährlich. Was wird sie tun, wenn der Trank aufgebraucht ist und sie vom Durst in den Wahnsinn getrieben wird? Sie könnte mich dazu zwingen, ihr mehr und mehr von dem Trank zu brauen und das dazu nötige Elbenblut zu beschaffen. Andokais Augen durchbohren dich. Ich kann ein Gift mischen, das genauso aussieht wie ihr Trank. Sie vertraut dir, Tungdil. Wenn du es ihr gibst, wird sie es trinken. Und wir würden eine unkontrollierbare Gefahr vom geborgenen Land fernhalten. Oh, ich hab's befürchtet. Ich glaube nicht, dass Tungdil das einfach machen würde. Ich würde sagen, das ist Mord. Ich möchte jetzt mal ganz kurz nachschauen. Gibt es dafür wahrscheinlich zwei Achievements? Ohne zu viel zu spoilern. Ja, ich glaube, ich habe eins gesehen. Aber ich hätte sowieso das hier genommen. Das ist immer noch Mord. Egal, was für eine große Gefahr von ihr ausgehen mag. Sie hat sich ihre Kräfte nicht ausgesucht und verdient es zu leben. Andokai schüttelt enttäuscht den Kopf, beginnt zu deiner Überraschung aber ohne ein weiteres Wort mit der Arbeit. Nach 2 Stunden kommt Andokai zu dir und hält dir 2 Fiolen hin, die genauso aussehen wie Geraldas. Ich bleibe bei meiner Meinung, Tungdil. Erkenne, wie groß die Gefahr ist. Die linke Fiole ist der Trank, in der rechten ist das Gift. Andokai drückt dir beide Fiolen in die Hand. Entscheide weise. Bevor du etwas sagen kannst, hat sie sich bereits weggedreht und marschiert schnellen Schrittes zu Jerun. Tungdil, ist der Trank endlich fertig? Dir gelingt es gerade noch, die Fiolen vor Geralda zu verbergen. Ich gebe ihr den Trank. Ja, hier ist der Trank. Du gibst Geralda den echten Trank und sie nimmt gierig einige große Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich... Was? Was ist das? Es brennt!
Die blöde Kuh, Du hast mich vergiftet? Du starrst auf die zweite Fiole in deiner Hand, dann auf das schmerzverzerrte Gesicht der Zwergin. Mit einem letzten schmerzerfüllten Schrei bricht das lade ich. Vor dir zusammen. Das war assi. Musste als wissen. Als die anderen herbeigeeilt kommen, stehst du noch immer starr vor Schock da. Sie ist tot. Bring sie weg. Ohne sich um die Proteste der anderen zu kümmern, folgt Jerun ihrem Befehl. Andokai nimmt dich an der Schulter und zerrt dich ein Stück weg. Du hast ihr also den Trank gegeben. Das dachte ich mir. Ihr habt sie vertauscht. Wie konntet ihr? Du fühlst dich betrogen und Wut steigt in dir auf. Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen, aber ich bin immer noch eine der sechs. Ich habe lange Jahre über mein Reich geherrscht und viele schwere Entscheidungen getroffen. Diese gehörte nicht dazu. Sie war das Produkt albischer Experimente und hätte zu einer ebenso großen Gefahr fürs geborgene Land werden können wie Not-On. Aber vielleicht hätten wir... Wir hätten... Du glaubst, im Gesicht der Maga Bedauern zu erkennen. Doch ohne ein weiteres Wort lässt sie dich stehen. Zum ersten Mal seit langem fühlst du dich wie der dumme, naive Schmied, der vor Ewigkeiten den behaglichen Stollen in Ionanda verlassen hat. Der arme Tungdil. What needs to be done? Nö, das akzeptiere ich nicht, Leute. Das finde ich Arsch. Die blöde Kuh, ey! Was zur Hölle? Was soll denn das? Sollen wir nochmal? Und dann kriegt... Hattest du nicht den schon? Kriegst du noch einen Schildschlag. Gott, guck mal, wie schlecht der ist. Naja. Nee. Für sowas habe ich gespeichert. Hoffe ich. I guess. Können wir ein bisschen schneller jetzt abhandeln. Das will ich... Nee. Ich will Giralda behalten. Die ist cool. Ich mag sie. Auch wenn sie eine Gefahr ist. Who cares? Selbst wenn sie uns irgendwann in den Rücken fällt. It's worth it. Dann können wir immer noch ein Ende bereiten, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Ach Gott, der Schiss. Ja, großartig. Ich muss den ganzen Quatsch nochmal machen, wirklich. Okay, Leute, ich werde hier einen Cut machen. Und mach das jetzt nochmal aufs... Warte mal, ich habe doch gespeichert. Ja, hier. Okay. Ich wollte doch sagen, ich habe doch gespeichert. Das machen wir jetzt nochmal ganz schnell, dass das mit Giralda fertig ist. Und dann können wir im nächsten Part direkt weitermachen. Die paar Minuten hänge ich jetzt noch dran. Wir haben 27 Minuten gerade im Part. Ist in Ordnung. Weil das finde ich scheiße. Ich wollte sie am Leben lassen und dann... Blöde Maga hat mich verraten. Außerdem finde ich es nicht gut, dass so ein Keil zwischen Tungdil und Andokai getrieben wird. Weil eigentlich besteht der nicht. Wenn man sich ans Buch hält. Und gut, er würde jetzt vielleicht trotzdem entstehen. Einfach dadurch, dass Giralda halt da ist. I don't care. Schauen wir mal. Du kannst mit den vielen Geräten... So überspringen wir jetzt einfach alles und ich gebe ihr dann einfach den Trank. Das Gift halt praktisch und damit ihr wollt die Nacht Trank. Nicht alles... Anduk. Das ist nachts... Anduk. Tungdil. Sicher, hier ist der Trank. Wir sind dem Rezept genau gefolgt. Du reichst Giralda das Gift. Sie nimmt es dankend entgegen, öffnet den Verschluss und trinkt gierig einige Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich tun? Das Gift scheint keinen Effekt auf Giralda zu haben. Hat Andokai sich geirrt? Oder hast du ihr die falsche Fiole gegeben? Gute Nacht, Tungdil. Du nickst und sie zieht sich zurück. Ehe du dir Gedanken darüber machen kannst, was gerade passiert ist, fasst dir jemand an die Schulter. Jetzt gibst du ihr doch das Gift? Anscheinend habe ich dich falsch eingeschätzt. Ich hätte die Fiole nicht vertauschen sollen. Du hast sie vertauscht? Du wolltest mich reinlegen! Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen, aber ich bin immer noch eine der sechs. Sie muss sterben, Tungdil. Sie ist zu gefährlich. Nicht nur für diese Gruppe, für das gesamte geborgene Land. Du lässt die Maga mit einem kühlen Blick stehen und legst dich zur Ruhe. Doch der Schlaf will sich nicht einstellen. Am nächsten Morgen stehst du nach einer kurzen Nacht als Erster auf und willst mit Giralda sprechen. Anstelle der Zwergin findest du an ihrem Rastplatz nur einen Brief unter einem Stein. Ich habe dich und die Maga überhört. Was mir zustieß, wollte ich nicht. Ich kann nichts dafür. Deswegen werde ich mich dafür auch nicht umbringen lassen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Leb wohl und gib auf dich Acht, Giralda. Du steckst den Brief nachdenklich ein. Interesting. Sie ist entkommen. A single life. Das habe ich eben auch übrigens gesehen, aber
Interessant, dass sie so oder so jetzt weg ist. Ich meine, gut für unsere Vorräte. Schlecht, weil sie wirklich eine gute Kämpferin war. Aber interessante Story, die sie jetzt soweit hatte. Leider nicht wirklich aufschlussreich bisher. Sehr schade. Aber okay, Leute. Schreibt mir, was ihr davon haltet, dass sie jetzt so oder so weg ist. Ich finde es ehrlich gesagt besser, ihr Leben zu schonen. Protect every single life, ja. Auch Iris haben wir geschont. Und ja, schreibt mir, was ihr davon haltet. Schreibt mir, was ihr denkt. Wie empfindet ihr die Entwicklung der Geschichte momentan? Das hier war eigentlich ein Nebenzweig der Story, nicht die Story. Und beim nächsten Mal geht's dann auf jeden Fall mit der Story weiter, Leute. Ich bin schon sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play die Zwerge. Tschüss!